Also dreckig, dass ich sagen könnte, mit dem dreckigsten Auto hinterherfahren. Und wir treffen uns dann draußen und draußen machen wir... Also das Ganze ist eine Aktion der Stadt Schweinfurt, die auf eine Idee der Familie Merz zurückgeht. Und das ganze Verfahren läuft folgendermaßen ab. Oder die Idee war eigentlich, Bäume zu pflanzen, seltene Baumarten, vor allen Dingen auch mit Kindern und Familien, um wieder einen Bezug zur Natur herzustellen. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Sie können beim Bürgerservice für 20 Euro einen Baum erwerben. Wir führen dann einmal im Frühjahr und einmal im Herbst eine Pflanzaktion durch, an dem Sie einen Baum selber pflanzen dürfen. Sie kriegen dann von unserer Urkunde und einen Lageplan und können Ihren Baum dann immer wieder mal besichtigen. Ich habe jetzt gehört, es gibt also Geburtsbäume, die von einer Bank gesponsert werden, da haben Sie es auch, von der Raiffeisenbank. Und es gibt also auch Bäume für Lehrlinge und solche Sachen. Ist da dann gedacht, das noch auszuweiten? Also ist folgendes, die Aktion ist eigentlich für jeden gedacht, der sich irgendwie in Schweinfurt verewigen will oder Erinnerung zurücklassen will in Schweinfurt. Das können sowohl Lehrlinge als auch sonst jemand sein, das ist völlig unabhängig. Was das Besondere daran ist, die Geburtsbäume, also bei der Geburt eines Kindes, die Bäume sind kostenlos, die sind von einer Bank gesponsert worden. Also wenn jemand einen Baum pflanzen möchte, weil er Kind auf die Welt gekommen ist oder aus irgendeinem besonderen Grund, der kann sich dann an das Bürgerbüro der Stadt Schweinfurt wenden. Der geht ganz einfach zum Bürgerservice, dort liegen die Flyer aus, da steht alles drin, warum, wie und wieso. Und dort kann er sogar das Geld einzahlen und dann wird er im Herbst dann bei der entsprechenden Aktion von uns benachrichtigt. Und die Leute kriegen dann auch eine Urkunde und können ja Bäumchen auch gießen, einen Namen geben und so? Sie kriegen von uns einen Lageplan und eine Urkunde. Den Lageplan dazu, dass sie den Baum so in etwa wiederfinden. Und Sie können dann, wenn das die Leute gern möchten, ein Band hinhängen mit ihrem Namen oder ähnliches. Das ist völlig offen. Also dann vielen Dank und viel Erfolg mit der Aktion. Gut, Dankeschön. Ich begrüße. Ich freue mich, heute mit Ihnen auch für mich das erste Mal eine Baumpflanzaktion durchzuführen, bei der die Bäume tatsächlich selbst gepflanzt werden. Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zur Aktion Bäume für die Zukunft. Besonders danken möchte ich natürlich den Initiatoren, den Ideengebern. Das sind die Eheleute Merz, die ich hier hinter mir eingefunden haben. Die kamen ja schon sehr früh, bei Beginn meiner Amtszeit auf mich zu, ich glaube Mai, Juni war es, und haben die Idee uns vorgestellt. Und entgegen den Klischeevorstellungen einer Verwaltung haben wir das auch sehr schnell umgesetzt. Postamtsleiter Herrn Swoboda. Solche Aktionen sind natürlich immer auch ein wenig davon abhängig, dass wir Sponsoren finden. Und hier gilt mein Dank der VR Bank Schweinfurt, die Initialfinanzierung übernommen hat mit 5.000 Euro, nämlich in erster Linie mal für die Geburtsbäume. Das heißt, bei der Geburt eines Kindes kann man hier einen Baum pflanzen. Ich finde das eines der schönsten Geschenke, die man einem Kind und vielleicht auch sich selbst machen kann. Ich begrüße unter uns Herrn Oppolzer von der VR Bank Schweinfurt. Herzlichen Dank. Davon ein Drittel von der Firma Vielmann übernommen. Ich begrüße die Eheleute Manger unter uns, die sozusagen mal hier den ersten kleinen Ball schon mal finanziert haben. Aber es sind, das können Sie unschwer rechnen, auch schon 62 Baumanmeldungen von Bürgern wie Ihnen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und da freue ich mich besonders, dass so viel Bewusstsein, somit so viel Heimatliebe, so viel Sinn für Natur und Umwelt auch aus unserer Bürgerschaft heraus entsteht. Und deswegen ist es, denke ich, eine sinnvolle Idee, diese Bäume, die Elsbeere, den Speierling und die Walnuss, insbesondere hier zu pflanzen. Und das werden wir jetzt auch gleich tun. Es werden also heute 60 Bäume gepflanzt. Und wie gesagt, von den Spendern und Bürgern selbst. Ja, das ist eigentlich zunächst einmal, was ich hier Ihnen mitgeben möchte. Ich freue mich jetzt, dass wir jetzt gemeinsam Hand anlegen. Kommen Sie immer wieder mal Ihren Baum begleiten. Zeigen Sie das auch später mal Ihren Kindern, sobald Sie das verarbeiten können natürlich. Ich denke, dann wächst auch die Beziehung der Kinder zum Wald. Denn ich muss feststellen, dass viele unserer städtischen Kinder oft gar keinen Kontakt mehr zur Natur haben. Oft gar nicht mehr nachmittags mal raus in den Wald gehen, sondern sie wissen, wir sind
einer Generation der Computer- und Fernsehnutzer, dass diese Verbindung zur Natur häufig gekappt ist. Und ich bin froh, dass wir sie durch so eine Aktion wie diese ein wenig wieder betonen, in den Vordergrund stellen. Das ist der Sebastian Weidel, ist Forstwirt bei uns, das ist der rechte, links ist unser Azubi. Die werden euch beide jetzt zeigen, erst einmal vormachen, wie das wir normalerweise machen, so einen Baum pflanzen. Und die werden die ganze Aktion ein bisschen begleiten, damit es richtig abläuft. Was ist los? Es ist Party angesagt. Die Saison ist eröffnet, es ist ein wahres Spektakel. Denn alle kommen, weil es abgeht. Das ist eine riesengroße Party. Reißt die Arme in den Himmel und schwenkt sie über den Kopf. Mann, wir sind erst am Ziel, wenn der Schweiß von der Decke tropft. Die Wände schwitzen, alle springen, alles, was wir lieben. Bisschen mehr zu den Tannen, also und darüber wird so, je nachdem wie weit wir dann halt die Fläche brauchen. Das ist jetzt die Fläche, aus der wir pflanzen sollen. Dann den Rücken gerad lassen, das gesundheitsmäßig halt. Dann nach vorne gehen. Mit der Blattseite im 90-Grad-Winkel zur Beilseite dann einschlagen. Die Pflanze schön unten so einschwingen. Und dann übers Knie wieder das Ganze aushebeln und schön festdrehen. In einer Reihe. In die Richtung. Ja, jetzt tragen wir die Leder. Werde so. So, ganz fest anreden. Noch einmal ein wenig. Wasser holen und dann gießen. Vielen Dank, dass ihr dabei sein durftet. Ja, also vielen Dank für eine tolle Sache. Also, danke. Ja, gut gemacht. Also, komm. Komm. Gut. Und ich habe hier den Initiator, den Herrn Merz, vor der Kamera. Herr Merz, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese Aktion ins Leben zu rufen? Also seit vielen Jahren ist meine Frau und ich dabei und arbeiten in der Nachhaltigkeit in Schulen, in der Weiterbildung. Und dann haben wir uns überlegt, im Moment Klimadiskussion ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und gerade jetzt im Moment, wir werden Kernkraft immer weniger haben. Dadurch werden wir leider auch Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke länger laufen müssen. Wir brauchen unbedingt CO2-neutrale Energie. Wir brauchen Bäume, die uns sowas filtern. Bäume sind ganz, ganz wichtig für die Natur. Es werden immer weniger. Wir kriegen immer mehr Ackerflächen, die Waldflächen verschwinden. Wir haben uns überlegt, Bäume als solches für die Umwelt, für die Natur ist einfach perfekt. Und dann sollte man noch den Zusammenhang finden. Wir sind gern Schweinfurter, wir haben einen Bezug zu unserer Stadt und die Stadt gibt uns Flächen, wo man solche Bäume pflanzen kann.
Was sind das für Bäume? Sind das schnell wachsende Bäume? Kriegen die dann Namen von den Leuten, die sie gepflanzen? Oder also, wir haben da Glück, dass uns das städtische Forstamt sehr unterstützt. Die haben sich Bäume ausgesucht, die zum einen wirklich selten geworden sind, die einfach auch wenig Wasser brauchen. Das Klima wird immer trockener. Und da sind halt diese Bäume, Walnuss, Elsbeere und Speierling, ganz besonders für uns geeignet. Das sind große Bäume, die sehr, sehr viel Luft filtern und auch immer weniger Wasser brauchen. Das heißt, die werden gedeihen, auch wenn es bei uns trockener wird. Wo muss man sich hinwenden, wenn man also so einen Baum zur Geburt des Kindes oder dass man in die Lehre geht oder Firmen, die auch Bäume für ihre Mitarbeiter pflanzen wollen, wo müssen die sich hinwenden? Also wir werden da unterstützt vom Bürgerbüro. Da liegen alle Prospekte aus. Da steht nochmal ganz genau drin, zu welchem Anlass man das machen kann, was es kostet. Der Baum im Moment 20 Euro, wobei alle Geburtsbäume in Schweinfurt umsonst sind. Da haben wir einen sehr netten Sponsor, eine Bank gefunden, die zahlen für die absehbaren nächsten 5 Jahre alle Geburtsbäume. Man muss sich einfach nur ein Prospekt holen, kann sich dort im Bürgerbüro anmelden und wird dann von der Stadt angeschrieben, wann und wo die Pflanzaktion stattfindet. Jawohl, den Namen der Bank dürfen wir ruhig sagen, das ist die Raiffeisenbank Schweinfurt. Die VR-Bank Schweinfurt. Jawohl, also vielen Dank und viel Erfolg weiter mit der Aktion, den Baum wieder in den Wald reinzubringen. Jawohl, Dankeschön.